Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator im Together mit dem David zusammen. Servus. Und mit mir, MacMan, yes. Ja, grüßt euch. Herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt hier gerade schon meine zweite Aufnahmesession. Die erste war ja, wie ihr bestimmt auf meinem Kanal schon gesehen habt, mit dem Sachsen-Let's Player. Da kommt jetzt am Montag bis Freitag ein Part von dem Gast-Let's Play beim Sachsen-Let's Player. Und zwar fünf Stück, fünf Parts haben wir da aufgenommen, Montag bis Freitag, wie gesagt. Und ja, war ganz lustig, war ganz interessant gewesen. Und jetzt bin ich hier schon wieder mit dem David auf unserer Map unterwegs. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Überall. Überall und nirgends. So. Okay, hier steht erstmal der Gruber. Der kann erstmal weiterarbeiten, so wie es aussieht. Jawohl, das sieht schon mal gut aus. Zusatzgewicht wechseln, 6. So, David, gibt es bei dir irgendwas Neues? Erstmal, ach ja, da muss ich schon gleich mal eine ganz große Beschwerde in der Beschwerdekammer einlegen. Und zwar, der David hat mir gesagt, er fährt jetzt am Wochenende. Also es ist übrigens Freitag, wo wir jetzt hier die Parts aufnehmen. Ihr seht diesen Part jetzt am Mittwoch, also gar nicht so alt und so lang her. Der fährt schon wieder in Urlaub. Da war es 2 Wochen im Urlaub. Ja, am Wochenende kann man ja wohl mal fortfahren. Ja, wo geht's denn hin überhaupt? Brandenburg. Brandenburg? No. Was gibt's denn da Schönes? Angelurlaub. Ach Quatsch. No. Ach, hier mit deinem Spezi? Nee, mit Schwiegervater, Familie. Ach Quatsch. No. Angeln die auch? Ja, er. Ach, er angelt auch? Hm? Das sieht einer an, nicht? No. Nu. So, ich überlege gerade hier, Mensch, was haben wir denn alles, was haben wir denn hier angestellt? Ich habe keine Ahnung so richtig. Was haben wir denn hier alles angestellt? Vor allen Dingen hier drüben steht auch noch die Hälfte. Na, wir haben, glaube ich, Gras gemacht erstmal. Ach, ja, stimmt. Na, Heu. Ja, oder Heu. Ach so, okay, hier muss noch der Weizen geerntet werden. Okay, Heu. Naja, da kann ich ja gleich mal wieder eine Runde mähen hier, oder? Wie sieht denn das aus? No. Nee, ist noch nicht fertig. Können wir noch nicht mähen. Wo haben wir das jetzt hingeschafft? Haben wir das schon in die Mischstation geschmissen? Ich bin ja total... Ich komme, wie gesagt, ich habe gerade eine andere Aufnahmesession hinter mir. Und ich bin hier gerade dermaßen planlos. So, hier steht der Ladewagen. Okay. Hier haben wir noch Weizen. Ja, gute Frage. Vor allen Dingen ist das erstmal eine Umgewöhnung von dieser... Von dieser Hardcore-Map, auf der ich gerade gespielt habe, die ja wirklich, also bei dem Sachsen-Let's Player, die Map, die ja wirklich sowas von dermaßen realistisch ist und so viele Specials, Features und Ecken hat, die man da so entdecken kann, das ist absoluter Wahnsinn. Selbst die Fahrzeuge wurden an die Gewichte angepasst, also die Gewichte, ach so, an die Fahrzeuge und alles. Ja, ich habe das letzte Mal schon ermahnt, fällt mir gerade wieder auf. Was nur schon wieder? Wir brauchen Stroh und du rupperst einfach wieder drüber. Ich glaube, da haben wir das letzte Mal aufgehört. Ja. Wo du mich mit dem 40-Tonner verfolgt hast, wie so Vani. Genau. Ach, wir haben Raps weggefahren. Das letzte Mal, oder? Ach so. Ja, wir hatten eine... Warte mal, haben wir die große Nachfrage noch drin? Moment, Moment. Ja, Raps große Nachfrage ist noch drin. Ist noch Raps da? Nee. 1600. Ach so, gut. Okay, aber wo haben wir, was haben wir, wieso haben wir, ich sitze mal ganz kurz. Ja, ich schnapp jetzt einfach mal den Traktor hier und fahre jetzt mal ganz kurz zu unserer Futtermischstation. Wo ist denn die überhaupt? Ach ja, hier um die Ecke gleich, genau. So. Hier die Futtermischstation. Haben wir da jetzt schon was? Ach, na, ich bin ja auch doof. Wir produzieren doch schon Futter, Mensch. David. Tja. Wir produzieren doch schon Futter. Haben wir auch schon Kühe? Ich überlege noch gerade, wieso wird jetzt nicht angezeigt? Moment. Wo hast du den Hänger jetzt hin? Der steht noch da hinten. Hinter dir. Moment mal, da. Dahinter. Ah, da. Ich wollte fix ein bisschen Stroh einsammeln. Ja, tu das mal.
Aber ich überlege gerade, wieso wird jetzt an der Futtermischstation produziert die? Ja. Aber wieso wird mir jetzt hier nicht der Inhalt angezeigt? Warte mal, Moment. Ach hier. Totale Mischration haben wir schon 11,8 Tonnen. Okay, also Stroh brauchen wir noch ein bisschen. Heu, Silage. Silage, hat man da noch was am Start? Müsste man, ja. Ja, hier unten liegt auf jeden Fall noch gehäckseltes. Aber... ja, das müssen wir noch abdecken. Wie viel haben wir denn hier noch? 150.000. Verdichtet es auch noch nicht richtig. So, Ansehen brauche ich ja demzufolge auch noch nicht. Nee. Dann gehe ich mal schnell verdichten. Und, ich weiß nicht, das kleine Feld, ist das schon gedüngt hier unten? Oder schon angesät überhaupt? Oder wie? Gute Frage. Nächste Frage. Ich weiß es nicht, zu lange her. Zu viele Games dazwischen. Hm. Ja. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir heute Abend mit dem Guten auch noch die Australien-Map wieder aufnehmen. Da müssen wir auch weitermachen, da müssen wir wieder ein bisschen was vorproduzieren. Wir haben zwar noch gut was auf Tasche, aber das soll uns natürlich auch nicht ausgehen. So, ich decke das jetzt einfach mal zu hier, dass das fertig wird. Weil wir brauchen ja die Silage. So. Okay. Ja, da geht es heute Abend auch nochmal ein bisschen rund auf der Australien-Map. Dum, 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 dum. So, 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 so. Und bald kommt das Add-on und ich freue mich so. Das kleine, aber feine Add-on. Ja, ansonsten, 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 was haben wir vor? Wir wollen ja auf jeden Fall Kühe machen. Dazu wollen wir jetzt auf jeden Fall erstmal Stroh auf Halde legen, gell? Genau. So, Stroh auf Halde legen, das ist erstmal ganz wichtig. Der David sammelt gerade ein. Ich guck mal kurz, hier ist auch noch nicht fertig. Ach Mensch. Ja. Ein Mähdrescher könntest du vielleicht leer machen. Ja, mach ich. Und man muss ja dazu sagen, der Part kommt jetzt am Mittwoch, genau. Also es wird so sein, es ist ziemlich wahrscheinlich, 1000 Abonnenten erreicht. Jetzt momentan ist Freitag, wo ich gerade aufnehme, also wo wir gerade aufnehmen, 900, also der aktuelle Stand ist 997 Abonnenten. Und, ach, ich weiß auch nicht. Ich freue mich einfach so, dass es 1000 sind. 1000, das ist so eine schöne Zahl. 1000 ist einfach so. Es ist nichts Großes. Man ist nur einer von vielen, 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 vielen auf YouTube, mit die 1000 Abonnenten haben. Aber es ist eben, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es ist halt eben schön, dass man, dass ich das geschafft habe. Dass wir das geschafft haben, gell? Ja, und das in 10 Monaten. 10 Monate. Ja, und ich hatte es auch mit den Sachsen-Let's Player davon. Ist es einfach so, dass man, wenn man jetzt mit YouTube anfängt, also eigentlich auch alles, was jetzt so nach uns kommt, weil ich bin jetzt auch schon wieder 10 Monate auf YouTube, alles, was eigentlich so nach uns kommt und so, es ist, außer man sticht extremst aus der Masse heraus, wird man wahrscheinlich auch keinen so richtigen Fuß mehr fassen. Also es wird auf jeden Fall sehr schwer sein. Also wie gesagt, außer natürlich, man ist da, hat eine ganz besondere Art und Weise, die besonders gut ankommt, oder man hat, ja, man ist irgendwie außergewöhnlich, dass man eben einfach heraussticht. Aber so als so mit ganz normalen Let's Plays anfangen, das wird wahrscheinlich äußerst schwierig werden. Weil da wird man keinen so richtigen Fuß mehr in die Tür kriegen. So, jetzt kann ich aber grubbern, oder? Darf ich? Jo. Jo. Das ist schön. So. Und das Schöne ist halt einfach auch auf YouTube, ihr merkt es ja, ich mache ziemlich viel in letzter Zeit together. Das heißt, ich war zum Beispiel bei den 03 Dennis H07 war ich als Gast eingeladen. Da habe ich natürlich mal eine Runde mit dem gespielt. Dann, das waren 4 Parts gewesen. Dann jetzt bei dem Sachsen-Let's Player. Da 5 Parts als Gast. Dann eben die Australien-Map mit den Guten, mit dem Kadett. Dann ja, die USA-Map, beziehungsweise von Anfang an Hagenstedt mit dem David zusammen. Das ist jetzt das, was aktuell auf dem Kanal läuft. Und da darf man mal nicht vergessen, da kommt auch noch Minecraft-Technik dazu mit dem Marco zusammen, was ja auch immer wieder riesig Spaß macht. Und das sind einfach ganz viele Togethers, die ich zurzeit am Laufen habe. Eigentlich laufen bei mir auf dem Kanal zurzeit nur 2 Spiele, wo ich allein bin.
Ja, das ist der Werkfeuerwehrsimulator und der Rettungswagensimulator. Nicht der Feuerwerksimulator. Wäre auch mal nicht schlecht. So, was ist denn jetzt für eine Scheiße hier mit dem Wetter? Das hat schon mal einer gesagt. Und dann ging die Sirene. Nee, ich meine mit dem Feuerwerksimulator. Wer hat denn das gesagt? Na, Ich mach mal Fränkel. Gerste. Feuerwerkssimulator. Ja, da der Fränkel. Da Harald! Na? Harald! Ja, nee, cooler Typ auf jeden Fall. Der hat das auch mal gebracht. Der hat dann immer gesagt, hier, Feuerwerksimulator und da. Und dann ist ihm irgendwann mal aufgefallen, dass es Werkfeuerwehr heißt. Das ist natürlich auch geil, das ist mir gar nicht aufgefallen, siehst du mal. Das hat er aber sogar selber gesagt. Ach so. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Was ist mit dem verfackten Gras hier? Das wächst überhaupt nicht. Ja. Nee, auf jeden Fall. Ja, das sind die zwei Spiele, wo ich alleine bin. Ansonsten nur Together. Alles mit unterschiedlichen Leuten. Also es ist zur Zeit. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mich zur Zeit reitet. Da steht schon wieder der Klaus. Nee, wieso steht. Ach so, der hat angehalten mit Brechen, weil es regnet. Ich spule mal die Zeit vor. Ich guck mal, ob ich hier gleich so eine Ladung Stroh da reinkippen kann hier, oder? Müsste gehen. Aber passt bitte auf, weil es gehen nur 100, es gehen noch 50 Tonnen von jedem rein. Dass wir Naja. uns an die Backe schmieren. Wie viel hast du denn drin? Ja, da hört doch von alleine dann auf, oder? 47 hatte ich jetzt drin. Ja, hört von alleine auf. Ja, ging's ja. Ja. Schön. Jetzt habe ich noch 29 drin. Okay, das könnten wir theoretisch ins Silo schütten. Genau, da will ich jetzt hin. Aber warte mal, und zwar in ein Silo. Hier müssen wir das. Warte mal. Hier. Futterlager-Entladestation. Gras, Hier. Stroh, Silage. Da rein. Da müsste ich es auskippen, oder? Da kippst du es aus und dann können wir es theoretisch hier wieder einsammeln. Hier kannst du mit dem Futtermischwagen Stroh entnehmen. Ja. Also sollte es auch mit jedem anderen Anhänger gehen. Okay. Sicher. Sicher, sicher. Wir probieren. Na, fahr doch mal drunter. Stroh in der Fresse. Ja. Das Coole ist auch beim Sachsen-Let's Ja, Player. ich meine jetzt, sorry für die Unterbrechung, ich meine der Futtermischwagen, der nimmt ja vorne auf. Weißt du, ich meine? Nee, du kannst auch Strohballen oben reinhauen. Du kannst auch Strohballen oben reinhauen. Fahr mal unter das Förderband. Jetzt. Ja, da reagiert schon ein bisschen langsamer. Ach so. Moment. Das liegt ja jetzt hier. Ja. Ach so, ach so, ach so. Das ist der Wien. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Ach, das war Gras. Das hier ist jetzt Silo, oder? War Das das. ist Silage. Das ist Silage? Das ist jetzt Silage, ja. Sind ja auch nochmal 44 Tonnen. So, Moment. Ich glaube, das haben wir mit dem Radlader auf dem Hänger geladen und dann dort reingekippt. Kann das sein? Das Stroh? Ja. Warte, probiere ich gleich mal. Ich glaube, mit dem Radlader direkt ging es nicht. Nee, mit dem Radlader direkt in die Futtermischstation laden, das wird leider nichts. Und da haben wir das, glaube ich, auf dem Hänger geladen. Ja. Jetzt weiß ich auch nicht, ob du das hier in den Hänger reinkriegst. Klappt doch Ja, wunderbar. geht. Ist es wieder Gras? Ach nee, es war bei Wie Heu. viel hast du jetzt in der Schaufel? Nicht viel. 247. Nein. 247. Ja. Nee. Ach, 6000 oder so. So zeigt es mir jetzt hier nichts mehr an. Sag nicht, das ist das hier alle. Das von Scheiß hier, das hier jetzt hier. Nö.
So, jetzt habe ich 17,8 Tonnen drin. Warte mal.